Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal aus Deutschland. Ja, hier sind wir mittlerweile. Oh, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also, heutige Tagesoption. Tagesoption? Tagesaufgabe. Auto ausräumen und dann überlegen, was wir als erstes anfangen. Also wir machen uns einen Plan, um so effektiv wie möglich zu sein in der nächsten Woche. Ja. Wir stellen jetzt mal den Zeitraffer an und dann geht es direkt los mit Ausräumen, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir mal, wie nackig Ting Tong gleich aussehen wird. Nein! Okay, Zeitraffer läuft. Okay. Also. Also die beiden Kisten machen wir jetzt erstmal Essenssachen. Ja, alles was jetzt hier so an Essen drin. Genau, ich gebe dir alles raus. Genau. Gewürze und sowas, ja, okay? Genau. Fangen wir mal damit an. Der Bus ist jetzt leergeräumt. So sieht das aus. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Baumarkt, fahren vorher aber noch mal kurz bei uns in unserer alten Wohnung vorbei. Die ist ja untervermietet, aber den Keller haben wir nicht untervermietet. Da stehen noch so einige Sachen von uns drin, auch ein bisschen Werkzeug. Das werden wir jetzt zuerst holen und dann geht es in den Baumarkt. Mal schauen, ob wir das schaffen, nur einmal hinzufahren oder nee, ob wir da mehrmals hinfahren müssen. Aber ich glaube, bei einmal ist nicht alles dabei. Nee. Ja, hier sind wir in unserem Keller. Sieht ordentlich aus. Mal gut hinterlassen, ne? Ja. Jetzt müssen wir nur schauen, was wir hier so alles brauchen. So, hier haben wir noch alte Töpfe. Geschirr. Hier den Sodastream, den können wir mitnehmen. Oh ja, den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Unsere Fahrräder, die bleiben hier. Ja. Ah, die alten Backpacks. Na gut, wir machen jetzt erstmal klar Schiff und dann laden wir das, was wir brauchen, ins Auto. Okay, Tag Nummer 3 ist angebrochen. Heute starten wir mit dem Ausbau. Wir wollen zwei Schränke bauen. Einmal in der Toilette ein Hängeschrank und in der Küche wollen wir einen Buffetschrank bauen. Und wir hoffen, dass wir das heute schaffen. Draußen regnet es, ja, richtig übel. Aber Gott sei Dank haben wir hier einen Keller direkt vor dem Bus, wo wir einfach schrauben können. Und ich würde mal sagen, es geht direkt los. Ja, also hier soll ein Hängeschrank hin und hier quasi auch. Da wollen wir hier oben einen Schrank hinbauen und die Seitenverkleidung, die soll halt bis ganz runter gehen, sodass wir das hier unten als Buffet nutzen können.
So, unser Schrank steht schon mal, zumindest das Gerüst. Jetzt wollen wir hier unten noch einen Boden hinmachen. Den haben wir schon ausgemessen, der ist hier. Und dann kommt hier oben noch so eine Front rein. So, und jetzt schnipsen wir einmal für den Boden. Okay, Boden passt. Da hinten müssen wir noch die Latte einen halben Zentimeter runter machen. Genau, das müssen wir jetzt aber erst nochmal streichen und dann dran machen. Kann man immer noch gut sitzen, oder? Ja. Okay. Okay, wir haben das jetzt hier mit Rattern von hinten quasi getackert. Ja, und das sieht ganz gut aus, finde ich. Jetzt müssen wir es nur noch mal ranbringen, dann ist die Tagesaufgabe erledigt. Naja, wir wollten eigentlich zwei Schränke machen. Cool. So, mittlerweile haben wir, ich glaube, den fünften Tag. Und es kann sein, dass wir ein bisschen im Zeitplan hinterherhinken. Hier ist halt auch immer sehr viel los und wir sind ein bisschen langsam, was der Ausbau angeht. Aber heute haben wir einiges vor. Es ist noch früh und wir haben richtig viel Zeit. Hallo, Bubu. Und ja, die letzten Tage war das auch abends immer so, dass wir Freunde getroffen haben und deswegen natürlich nicht ganz so lange ausbauen konnten. Jetzt haben wir aber ja, bis spätabends Zeit und ich zeige euch mal, was wir heute alles machen wollen. Wir haben uns hier so Gurte geholt, um den Wasserkanister und die Tür halt einfach besser zu sichern. Wir werden hier jetzt doch keinen Schrank bauen. Erzählt euch gleich warum. Wir werden jetzt hier hinten die Sitzecke, die haben wir weiß gestrichen, müssen aber haben neues Holz gekauft, müssen da neues Holz austauschen. Wir werden jetzt diese Schränke, diese Hängeschränke erneuern. Wir werden die quasi ein bisschen tiefer machen, also ein bisschen mehr in den Raum rein, die aber von nicht weiter nach unten verlängern und auch ein bisschen breiter, also bis hier waren ja immer Blumen drin oder Pflanzen, bis hierhin soll quasi der Schrank gehen und dann auch ein bisschen länger, vielleicht so ein Paneel weiter auf beiden Seiten. Und der Kühlschrank ist heute dran, der kriegt nämlich Rollen. Genau. Ja, weil wir hatten uns gestern richtig lange noch in den Bus gesetzt und einfach mal ein bisschen geredet und überlegt, was für Schränke wir eigentlich bauen wollen. Uns ist nämlich wichtig, dass wir den Charakter von unserem Bus gar nicht so arg verändern. Und wir lieben es eigentlich, dass es da so luftig ist und so frei und eigentlich nicht so sehr zugebaut. Und auch dadurch, dass wir so viele Fenster haben, sind wir da natürlich auch sehr stark begrenzt, was so der Bau von Schränken angeht. Und wir hatten da gestern halt einfach Bedenken, dass der Schrank oder der Hängeschrank, was da eigentlich auch hinkommen sollte, ursprünglich gedacht, dass der uns halt einfach dann zu wuchtig wird, dass der halt so schwer ist und dass, wenn man gleich reinkommt, irgendwie so auf zwei, drei Schränke guckt. Und deswegen haben wir uns da anders entschieden. Und sowas dauert natürlich. Und jetzt fangen wir mal an zu arbeiten. Ich glaube, heute ist Tag Nummer 6 und
Jetzt haben wir noch 5 Tage, bis wir los wollen und wir kommen einfach so gar nicht voran. Ja, gefühlt kommen wir nicht voran. Das ist ein bisschen schwieriger wie gedacht, ne? Ja. Erstens dauert alles viel länger. Und als zweitens, geplant, wie ja, immer. Wie immer, der Klassiker. Ja. Oh Mann, ey. Ja, das war's auch eigentlich schon, ne? Es dauert einfach viel länger. Aber wir glauben trotzdem dran, dass wir am Mittwoch losfahren werden. Genau, und deswegen gibt es leider kein Video jetzt an diesem Sonntag. Das werden wir einfach danach hochladen, weil wir wollen euch ja auch den Van fertig zeigen und nicht einfach so mittendrin abbrechen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Nicht lang schnacken. Jetzt müssen wir mal ein bisschen arbeiten. Heute wollten wir noch die Schränke hinter mir abbauen und wir haben noch ein paar andere Kleinigkeiten zu tun. Ich stelle einfach mal auf Zeitraffer, weil eigentlich, ganz ehrlich, würde ich mir wünschen, wir würden echt auch so schnell arbeiten, wie das im Zeitraffer aussieht. Ja. Naja. Hilft ja nichts. Wenigstens scheint die Sonne heute und wir fangen mal an. Nein, wird mir trotzdem kalt. Ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Ich im Tanktop und du im dicken Pullover. Ja, aber in der Wohnung war es so kalt. Hier sitzt es warm, aber jetzt wärme ich mich gerade ein bisschen auf. Wärme dich mal auf. Ich gebe dir gleich was zu arbeiten, damit dir warm. Ja, Tag Nummer 7 ist heute und wir hatten gestern einen feuchtfröhlichen Abend bei meiner Schwester. Deswegen starten wir heute ein bisschen später. Wir haben gestern die Vorhänge angebracht, aber wie gesagt, das Endergebnis seht ihr dann ja, ganz zum Schluss. Aber die Vorhänge werdet ihr gleich sehen, denn wir bringen jetzt die neuen Hängeschränke über unserem Bett an. Da haben wir schon gemessen und im Prinzip ist es genau das gleiche wie bei dem Hängeschrank in der Toilette. Und ja, wir wollen heute vor dem Mittagessen quasi fertig werden mit dem Rahmen, sodass dann noch die Fronten fehlen. Und heute Abend soll quasi alles fertig sein. Also, was glaubst du, schaffen wir das alles? Naja, dann müssen wir halt Nachtschicht einlegen, würde ich sagen, ne? Dann schaffen wir das. Ja, let's go. Let's go. So, der Hängeschrank ist jetzt langsam fertig. Ich hoffe, das und passt alles so, wie wir uns das ausgedacht haben. Das hoffe ich auch, ja. Also, der Hängeschrank sieht jetzt so aus. Wir haben jetzt hier quasi 9 Elemente. Das hier, der Balken kommt an die Rückwand, zeige ich euch gleich mal. Das hier ist dann quasi die Front. Und hier oben drauf haben wir nochmal eine Latte, die wir dann quasi mit der Decke verbinden. Jetzt haben wir hier auch alles mit Winkeln miteinander verbunden. Und ja, wenn das Teil jetzt hier passt, dann nehmen wir das ganze Gerät. Und wie gesagt, hier ist die Rückwand. Und dann kommt das an den Van dran. An die Holzvertäfelung, die wir da haben. Hier an der Seite kommt noch eine Verkleidung und hier quasi auch. Und das da vorne sind die 2 Türen. So, jetzt machen wir mal das Ding hier drauf und hoffen, dass es passt. Ja.
wir mal nach hinten und zeigen unseren Van. Ups. Da sind wir nun. Fix und fertig. Der Van? 2 Wochen. Und wir sind fix und fertig nach 2 Wochen Arbeit. Ja, heute genau auf den Tag. Komischerweise ist es wirklich gruselig. Wir haben gedacht, wir brauchen 2 Wochen dafür. Und zwar genau 2 Wochen auf den Tag. Aber ich habe immer gehofft, wir brauchen nur 10 Tage. Ja. Aber das ist leider nicht eingetreten. Ich glaube, an Tag 7 oder so haben wir gesagt, oh, und dann ist heute Abend alles fertig. Aber als ich das beim Schneiden gesehen habe, mussten wir ein bisschen lachen. Das Einräumen heute hat einfach den ganzen Tag gedauert. Also es ist echt... Das stimmt, ja. Okay, heute Morgen war noch ein bisschen was mit Elektrik, aber wir haben trotzdem echt lange eingeräumt. Einräumen hat lange gedauert, gefühlt, aber auch die Elektrik hat sehr viel Zeit gekostet. Ja. Die Elektrik würde ich euch aber ganz gerne in einem separaten Video zeigen. Und zwar auch erst, wenn ich das ordentlich hingekriegt habe. Momentan ist unsere Elektrik noch so ein bisschen wild. Es funktioniert alles. Es ist auch alles gesichert und so weiter, so wie es sein soll, aber ja, es ist eigentlich noch nicht reif so zum Zeigen. Wir machen dann im Oktober ein Video nochmal drüber, wie wir das verkabeln und zeigen es euch dann. Genau. Was auch sehr viel Zeit gekostet hat, aber was sehr, sehr schön war, dass wir unsere Freunde gesehen haben. Ja, das stimmt. Wir haben halt viel mit Familie und Freunden unsere Zeit verbracht und das hat natürlich auch ein bisschen Arbeitszeit genommen, aber dafür haben wir Familien und Freunde Zeit eingeführt. Auch viel Zeit mit Oma verbracht. Hallo Omi, falls du das zuschaust, liebe Grüße an dich. Oma guckt nämlich unsere YouTube-Videos. Genau. Und jetzt zeigen wir, was wir gemacht haben, oder? Jetzt zeigen wir mal, was wir gemacht haben. Wir haben euch ja versprochen, das Endergebnis seht ihr am Ende. Und das hier ist das Ende. Also willkommen zum Ende. Dieses Videos. Bitte noch dazu sagen. Stimmt. Mit dem wichtigsten Raum eigentlich. Ja, unser Klo. Und zwar haben wir tapeziert, was wir sehr, sehr cool finden. Und wir haben hier noch ein Schränkchen eingebaut, damit das alles ein bisschen ordentlicher aussieht und nicht so wild mit offenen Regalen alles so rumsteht. Und da passt da jetzt eigentlich alles rein, was wir an Kosmetik und Handtücher brauchen. Haben sogar noch Platz dazu gewonnen, ne? Ja, richtig cool. Da sind wir sehr happy. Die Tapete, die da unten war, davon hatten wir noch Reste und die haben wir jetzt überall verkleidet. Ja, was haben wir denn noch gemacht? Dann haben wir unsere Halterung für die Kanister, für die Wasserkanister verschönert. Da haben wir so Druckknöpfe reingemacht. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wir haben 4 Stück davon. Das hat auch echt gut geklappt. Und zwar kann man hier so reinbohren und dann haben wir eine Schraube hier einfach reingesetzt. Und ja, diesen Druckknopf dann quasi draufgesetzt und dann klappt das. Und wir haben jetzt schon eine kleine Probefahrt gemacht, da sind 30 Liter drin, hält tipptopp. Das zweite, was wir hier gemacht haben, man sieht es halt aber leider gar nicht, sind Rollen hier unter dem Kühlschrank. Ja, so lässt er sich einfach ein bisschen leichter rein und raus schieben. Also ich finde, es ist leichter, für Melly ist es immer noch schwer. Sie merkt eigentlich keine Veränderung. Nee, ich merke keinen großen Unterschied. Melly hat hier noch ein kleines Makramee, nennt man das Makramee? Ja, das ist nur ein bisschen mit Jute-Schnur. Wir haben noch eine Pflanze dazu gewonnen. Und wir haben und hier noch eine. Genau, stimmt. Diese Pflanze und das Moskitonetz kam hier neu dazu. Weil wir müssen ehrlich sagen, wir haben tierisch Angst vor Mücken. Dann haben wir hier noch unsere Schränke vergrößert. Und zwar ist das ziemlich cool, weil jetzt kommt eigentlich, passt jetzt unsere komplette Kleidung da rein. Also beziehungsweise hier sind meine Sachen drin und hier sind Davids Sachen drin. Das ist halt total ein Raumwunder. Und da drüben ist sogar noch ein bisschen Platz. Ja, eigentlich beide Schubladen von hier und noch ein Schrank passen jetzt da oben rein. Und heute haben wir noch so ein Magnet hier an die Decke gemacht und das zieht sich dann quasi an dem Griff hier ran oder magnetisch und dann bleibt die Tür auf. Und vorher hat es nicht geklappt, weil die Scharniere irgendwie, die Türen zu schwer sind und dann ist es immer nach unten gefallen. Ja, und wir haben einfach nicht die richtigen Scharniere gekauft. Ja, und wir haben da irgendwie, aber das ist auch eine coole Option, würde ich mal sagen, ne? Ja. Hält wunderbar. Truffhound, richtig Truffklappe, jawoll.
Und hinter Melli seht ihr ein wunderschönes handgeknüpftes Makramee von einer Zuschauerin bei Instagram, die hat unseren Bus entdeckt mit ihrer Tochter und hat uns die Magnete geschenkt und das Makramee. Und das hinten dran ist auch nochmal ein Moskitonetz. Das haben wir mit einem Draht befestigt, was von hier links hinter dem Schrank anfängt. Hier oben in der Mitte haben wir einen kleinen Haken und dann geht es dann nach rechts weiter. Genau, dann haben wir noch hier die komplette Sitzbank unten, also die Verkleidung haben wir komplett ausgetauscht, weil wir hatten ja einen Wasserschaden im Keller, unser 10 Liter Duschkanister ist ausgelaufen, dann war das Wasser, das Holz hier unten so richtig aufgequollen und das konnte man nicht mehr überstreichen, deswegen haben wir das komplett ausgewechselt und das Weiße gefällt uns auch sehr gut, vorher war das ja so senfgelb. Ja, warum wir diesen ganzen Unsinn mit der Renovierung überhaupt angefangen haben, ist eigentlich ja wegen unserer Batterie gewesen. Ja, das stimmt. Unsere Batterie war zu klein, wie wir im vorigen Video gesagt haben. Und dann kam eins nach dem anderen dazu und haben wir gesagt, dann können wir doch das machen und das machen und das machen und das machen. Okay, aber was ich jetzt ziemlich cool finde ist, wir haben uns eine Batterie geholt von Active. Ist keine Werbung. Haben wir selbst gekauft. Haben wir selbst gekauft. Wir haben sogar angefragt, ob die uns das bezahlen, aber haben sie nicht gemacht. und wir haben uns einen Smart Shunt geholt, das ist so ein Batteriewächter, da sehen wir, was wir verbrauchen. Und wir haben vor einer halben Stunde den Kühlschrank angeschmissen und der ist voll beladen. Und wir sehen hier, dass er jetzt quasi 38, 39 Watt zieht, die Batterie ist zu 97% voll und wenn der Kühlschrank so weiterlaufen würde ohne Pause, dann hätten wir mehr die Batterie nach einem Tag und 17 Stunden leer. Wir haben hier auch noch andere Möglichkeiten, wir haben hier einmal noch den Ladebooster, wir haben hier Solarladeregler und über die zwei unteren sehen wir zum Beispiel, wie viel Power reingeht, einmal über die Solaranlage und einmal über den Ladebooster. Finde ich ziemlich cool. Jetzt ist gerade fast schon dunkel. Wir haben abends um 9 Uhr fast. Deswegen ist nicht mehr viel bei Solar zu holen. Und der Ladebooster ist gerade auch aus, weil wir stehen ja natürlich so. Aber was ich ziemlich cool finde, ist, dass wir halt einfach sehen, wie viel wir verbrauchen. Und das fand ich einfach wichtig, weil ja, es hat einfach genervt, wenn die Batterie plötzlich leer war und wir den Stellplatz verlassen mussten. So können wir einfach ein bisschen besser planen. Ja, das zeige ich euch aber wie gesagt mal in einem anderen Video und wer sich trotzdem schon mal dafür interessiert, was für Produkte das sind, ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung und ja. Ja, das war's von uns in diesem Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Und abonniert unseren Kanal. Damit das ihr auf jeden Fall kein nicht Video mehr verpasst. Ja, es kommen ganz viele tolle neue Videos raus und wir machen uns jetzt schon mal auf den Weg Richtung Schweden. Falls ihr mit dabei sein wollt, sehen wir uns nächste Woche Sonntag. Ja. Sonst könnt ihr auch gerne auf Instagram ja, uns folgen und sehen, was wir so täglich machen. Genau. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bis dann.